Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Hallo Leute, immer noch auf der EVA 2023, auch immer noch am Stand von Otter. Frauke, jetzt sind wir durch bei einem Klassiker. Genau. Was haben wir hier? Genau. Die meisten werden es kennen. Ja, sollten sie. wenn man sich für Taschenmesser interessiert, ja, besonders für Deutsche, ist das Mercator Taschenmesser natürlich das deutsche Taschenmesser schlechthin. Genau. Ja. Es wird seit mittlerweile mehr oder weniger 150 Jahren unverändert produziert. Hier haben wir einmal eine kleine Variation, was wir mittlerweile so herstellen. Also wenn wir von dem Ur-Mercator sprechen, wäre es tatsächlich das rein klassisch schwarze, ja, ohne irgendwas drauf. Du kannst auch gerne mal eins in die Hand nehmen. Gerne. Und einfach mal zeigen, wie schön schmal es einfach auch ist. Es ist einfach robust und funktional. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein Stahlkasten, der gefaltet wird. Genau, verriegelt mit Backlock. Und es ist so schön schmal, dass es manche Leute überhaupt nicht in der Hosentasche spüren. Und das ist das, was der Mythos Mercator unter anderem auch einfach mit ausmacht. Ja. Genau. Wir haben natürlich dann auch, wenn wir weitergehen in die Geschichte des Mercator-Messers, jetzt mal vom Klassiker losgelöst. Ja. Genau. Dann haben wir das berühmte Black Cat Knife, was unter dem Namen hauptsächlich in Amerika so angekommen ist, wegen der eingeprägten Katze. Genau, da haben wir das K55K. Bitte nicht fragen, warum diese Katze auf dem Kopf steht. Wir wissen es selber nicht. Das sind halt die Kuriositäten, die dann so in dieser über 100-jährigen Geschichte einfach auftauchen. Das erste K steht für Kaufmann. Das ist die ursprüngliche Firma, die das erste Mal Mercator-Messer hergestellt haben. 55 ist die Hausnummer. K, selbstredend, für die Katze dann schlussendlich. Ja. Wir haben jetzt exklusiv seit diesem Jahr die Katze in Olivgrün einfach mit dabei, mit der handausgemalten schwarzen Katze. Oh ja, okay. Umgekehrt ist es natürlich dann die handausgemalte goldene bei dem jeweiligen schwarzen. Wir haben auch Sondermodelle, das sind die unteren beiden. Die haben wir in Kooperation mit der Schmiede Mohr Schmied tatsächlich produziert. Von denen beziehen wir auch alle unsere Damastklingen. Das ist was ganz Besonderes, das ist das Mercator Wurmrot. Da ist das Spezielle oder das Besondere einfach daran, dass es eine Damastklinge mit Kupfereinschlüssen ist. Das ist halt super schön von sieht man das, genau, dieses Zusammenspiel von dem Schwarz und dem Rot. Das ist halt das super Interessante einfach an dem Messer. Wunderschön mit dem Kupfergriff dann schlussendlich. Und dann das Komplettdamast. Das ist, da haben wir momentan erst zwei Stück von. Wird auch wahrscheinlich nicht so wirklich viel mehr werden schlussendlich. Ne? Aber das sind halt dann wirklich so die Sammlerstücke, wo jeder Sammler dann sein Herz dran verliert. Genau. Ja. Super. Wirklich bekannte, sehr schöne Messer. Ja. Und ich danke dir wieder, dass du mir das zeigen konntest. Auch dieses Damastmesser, was natürlich ein Highlight gerade hier ist. Ja. Wenn euch für die Messer interessiert, guckt bitte unten in der Info, da haben wir alles für euch verlinkt. Like dieses Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.